liebe Mitglieder, wir begrüßen euch heute zu einem neuen Video und zwar machen wir ein kleines Bodypump-Workout. Lara und ich haben das Kleines für euch vorbereitet. Wenn ihr ein Equipment habt, das heißt Langhantel, Kurzhantel und Gewichtscheiben, macht ihr das Ganze mit mir zusammen. Ansonsten braucht ihr einen Stuhl, irgendeine Erhöhung oder auch zwei Wasserflaschen, mit denen ihr trainieren könnt. Und dann würde ich sagen, starten wir schon mit unserem Warm-up. Das heißt, nimm dir einmal deine Stange bzw. deine Flaschen, Hüftbreiter Stand und dann starten wir mit einem Warm-up. Wir starten mit Deadlift, tief, tief, ab, ab. Schieb den Po zurück, lass die Beine lang. Okay, Single Deadlift. Down, up, back, rest. Zieh die Schulterblätter fest zusammen. Einer mehr. Okay, wir kombinieren das Ganze. Ein Deadlift. Ein Negro. Down, up, tief, back. Einer mehr. Okay, wir bleiben tief. Wir holen zu drei. Down, drei, zwei, eins. Komm mal zurück. Einer mehr. Tief, drei, zwei, eins. Okay, bleib oben. Roll die Schultern einmal zurück. Up, red row. Zwei, zwei. Up, up, down, down. Zieh die Ellbogen raus. Neues Tempo, eins, drei. Eins, zwei, bleib dabei, schlapp mit der Stange, schlapp auf der Brust, bleib in meinem Körper. Okay, slow wieder left, 4, 4, 3, 2, 1, komm tief, einmal mehr, 4, 3, bleib in meinem ab, Fußlänge raus, 8, 6, 8, 7, lass die Ferse fest auf den Boden. Schieb die Knie raus. Rotieren, zwei mehr. Schieb den Fuß, eine Länge raus. Ab, tief, ab. Halte den Bauch fest. Ellbogen unter die Stange. Zwei mehr. Wir kommen ins Single-Lunge. Rechter Fuß. Mit etwas mehr Gewicht oder schnappst dir die Flaschen wieder zurück in die Hand und dann starten wir mit unserem Squat-Rack. Schnapp dir einfach die Füße schulterseitig. Wir starten Squat, Tempo 2-2. Komm tief, tief, ein, ab. Zieh den Po, dann den Hintern hoch, ein Po, stopp auf die Füße. Thank you.
Ah.
Dann machen wir weiter mit seinem Rücken. So, wenn du mit dem Rücken arbeitest, kannst du gerne etwas mehr nehmen. Ansonsten bleibst du bei deinen Flaschen. Ich hasse auch schwere Flaschen. Dann kannst du die jetzt abnehmen. Okay, wir haben eine Kombi, und zwar ein Dead Row und ein Clean and Press. Ich lasse noch einmal vor, für die, die Bodypump nicht kennen. Das heißt, wir kommen einmal tief, ein Dead Row und gehen dann direkt in den Clean and Press. Okay, wenn du soweit bist, nimmst du deine Stange einmal auf und wir starten. Dead Row, zwei, zwei. Tief. Neues Tempo, 1, 2. 1, 3, 2, 1. Komm schnell nach unten. Lange von nach oben. Gerne zeigt sich von der Seite. Lass den Rücken lang. Füge auf. Lang. Ab, weg, rechts. Knie, bau, knie, weg. Zieh die Schulterblätter ab. Fest zusammen. Ellbogen und dann Arm Körper. Jetzt die Matte bereit. Erste Runde. Kopf groß. Ein Dello. Ein Finger Press. Down. Up. Back. Rest. Tief. Press. Edge. Back. Schnell enden. Schnell hoch. Zwei mehr. Stop. Vier. Drei. Zwei. Deine Erhöhung, entweder wie wir es haben, Step oder
ein Stuhl, Wohnzimmertisch, alles möglich. Das musst du auch halten. Okay, wir starten mit den Dips. Komm einmal tief, schnapp dir die Hände, Schulter breit, auf deinen Gegenstand, streck die Beine aus oder halte sie gewollt. Wir starten Tempo 2-2. Komm tief. Vier, drei, zwei, setz ab,
So, 4, 3, 2, 1, tief. Einmal mehr. Dreh die Hand nicht zurück. Das Ganze ist Single. Down, tief, back, right. Komm hier. Ja. 2, 1, right, left. Komm, die letzte Wiederholung. Einmal mehr. Okay, bis zum Schluss, die Leine zu dir. Ja. Ab. Down. Optional. Starten in den Schulterdrück. Los geht's. Okay.
Du entscheidest,
nach da oben, lass die Hüfte tief weg. Und wir halten euch auf den Laufenden, wie es weitergeht. Macht's gut. Tschüss.